Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Drei herrliche Geschichten habe ich für Sie. Einlaufen auf Madeira mit Drohnenflug und alles, was dazugehört. Und apropos Madeira, kennen Sie Ignacio, denn den haben wir danach überrascht. Und die dritte Offizierin AIDA Vita macht eine Brückenführung. Viel Spaß! Zu den schönsten Momenten einer AIDA-Reise gehört natürlich auch immer das Einlaufen morgens in den Hafen. Die Kollegen von AIDA Blue haben das mal auf Madeira aufgenommen. Und achten Sie mal auf den Mann am Ende des Beitrags und seine Fahne. Viel Spaß! Haben Sie ihn erkannt? Das war Ignacio, einer der größten AIDA-Fans überhaupt. Er hat sogar ein Museum bei sich zu Hause und seine Hunde sind benannt nach den AIDA-Schiffen. Glauben Sie nicht, ist wirklich so. Unsere AIDA-Fans und wir haben uns gedacht, eines Tages müssen wir ihn auch mal überraschen. Und das haben wir gemacht. Gucken Sie mal. Als ich vor 6,5, 7 Jahren angefangen habe bei AIDA, war ich auf einem dieser Schiffe und bin hier morgens eingelaufen. Und da stand dieser Mensch und hat das, was er immer ruft, gerufen. Ich habe gesagt, Freunde, hat der Sinn noch alle? Ich hab mit der besten Schule gelernt. Dann haben wir ja uns überlegt, du bist immer da, du kennst fast alle unsere Schiffe. Wie oft bist du eigentlich schon selber AIDA gefahren? Noch nicht. Was? Noch nicht. Er ist noch nie mit dem Schiff, er weiß gar nicht, wie das ist. Und immer dann, wenn ich auch Privaturlaub mache, da stehst du da unten und immer gibt es abends diese Veranstaltung. Und jedes Mal frage ich mich, wann fährt er denn nun endlich mal AIDA? Und jetzt sage ich dir was, mein Freund, dieses Jahr ist es soweit. Du fährst AIDA. Ja. Voila. Wow. Wir haben einen Reisegutschein für Ignacio zusammen mit seiner Frau. Natürlich Kanaren und Madeira. Mit einem herzlichen Gruß von unserem Präsidenten, aber von allen anderen AIDA-Mitarbeitern auch. Du bist wirklich ein Original und das macht so viel Spaß zu sehen. Und das ist das, wovon wir auch immer leben. Wenn Menschen ihr ganzes Herz reinpacken, wenn sie richtig Spaß dran haben, wenn sie auch, du hast ja schon ganz viele Sachen auch immer gesagt, was man machen könnte und so. Das macht das Ganze hot. Ja. Mein Gott. Liebe Gäste, wir wünschen dir. Weißt du, was sorgen mich? Ja. Wenn ich mache eine Reise, wie komme ich im Leuchtturm zu sagen, guten Morgen von der Gäste an Bord? Und das sorgen nicht. Pass auf. Ich beschwimme mich. Irgendjemand muss, ich weiß nicht, wie viele Schiffe dann hier sind, aber wir müssen das irgendwie auffangen. Du könntest jetzt sagen, ich muss das machen, aber... Das ist ja eine coole Aktion eigentlich, oder? Dass du dann hierher fliegst, du machst es guten Morgen. Und ich mach guten Morgen. Ja, genau, du stellst alles bereit. Ja, wir werden das erörtern. Ja, wir werden das erörtern. Ich finde das eine gute Idee eigentlich, ehrlich gesagt. Verfällen mich Wort. Das ist... Traume. Also eine lange Zeit Traume. Für mich bedeutet viele. Super. Viele. Sehr schön. Boris, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Danke. Ignacio, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Moin, moin. Dankeschön, Ignacio. Und dankeschön, Tobias Labitzko, unser Hotelmanager. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, diese Überraschung ist uns wirklich gelungen. Und natürlich bleiben wir dran. Und ich sehe mich da zum Ende des Jahres mit dem Schild stehen und ihn vertreten. Nun gut, sprechen wir über Anja Ruge. Sie ist dritte Offizierin bei uns an Bord AIDA Vita und sie hat uns mal mitgenommen zu einer Brückenführung. Viel Spaß! Wir befinden uns nun im Hauptfahrstand der Brücke. Hier haben wir sämtliches Equipment, was wir für die Navigation des Schiffes benötigen. So haben wir zum einen hier unsere Radargeräte, unsere elektronischen Seekarten, auf denen wir die ganze Zeit bestimmen können, wo wir uns befinden. Des Weiteren können wir von hier unsere Telegrafen bedienen, unsere Bug- und Heckstrahler, aber auch haben wir die volle Kontrolle über das Schiff mit Hilfe unseres Autopiloten
mit denen wir unseren Kurs regeln können. Schiffe bei AIDA dürfen ausschließlich mit elektronischen Seekarten navigieren, allerdings sind Nautiker sehr traditionsbewusst und deswegen haben wir nach wie vor unsere Papierseekarten noch an Bord. Mit Hilfe unseres Zirkels, unseres Kursdreiecks und des GPS-Geräts können wir so die Position in die Seekarte übertragen und überprüfen, ob wir uns dort befinden, wo wir sein wollen. Wir befinden uns nun auf der Steuerbordnock des Schiffes. Ja, was macht man auf so einer Nock? Warum gibt es die? Wie Sie sehen, kann man von der Nock hier wunderbar an der Längsseite des Schiffes entlang schauen. Das bedeutet, von hier aus machen wir die An- und Ablegemanöver im Hafen. Um diese An- und Ablegemanöver durchführen zu können, haben wir natürlich sämtliches Equipment, was wir auch in der Mitte des Schiffes haben. Zum Beispiel haben wir hier unsere Heckstrahler, unsere Bugstrahler. Wir haben unsere Telegrafen, mit denen wir die Propeller vor und zurück bewegen können. Und anstelle eines Radargerätes können wir uns noch eine elektronische Seekarte anzeigen lassen, dass wir auch hier auf der Nock immer genau wissen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns nun am Ruderstand der Brücke. Beim Ein- und Auslaufen in den Hafen wird das Schiff nämlich nicht mit Hilfe des Autopiloten gesteuert, sondern mit Hilfe eines Rudergängers, der dann hier steht und die Ruderkommandos entweder des Kapitäns oder des wachhabenden Offiziers befolgt. Die Brücke an Bord von AIDA Vita ist ständig rund um die Uhr von mindestens 2 Nautikern besetzt. Das Ganze funktioniert so, dass wir 4 Stunden Wache gehen, 8 Stunden wachfreie Zeit haben und dann erneut 4 Stunden Wache gehen. Unsere Hauptaufgabe ist es natürlich an Bord, Sie sicher von A nach B zu bringen, weswegen es unsere Aufgabe ist, die Reise sicher zu planen. In Hamburg ist es heute bitter kalt, aber es wird langsam Frühling. Es liegt in der Luft und wenn der Frühling kommt, dann kommt die Sehnsucht nach Urlaub. Und wenn Sie noch nicht wissen, was Sie machen, gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Ajaccio auf Korsika. Es geht weiter nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Noch ein Halt in Livorno und Barcelona und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und neben den aufregenden und spannenden Momenten zählen an Bord auch immer die leisen Momente. Enjoy the silence, wie der Engländer so sagt. Und genauso heißt das Lied, was heute hinter den Bildern der Woche liegt. Viel Spaß! Feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so that's no pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Oh, all ever wanted, all ever needed is here in my arms. They can only do.